Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder so zahlreich gekommen sind. Es hat eine ausgezeichnete Erinnerung an meinen letzten Saarbrückener Auftritt und ein Publikum, was man wirklich für diese Fragen interessieren konnte. Das ist auch kein Wunder. Sie sind erstens nah an Frankreich hier und zweitens eben vielfach verbunden. Ich habe ja auch bewundert die Initiative hier dieser Institution, nach Verdun zu fahren, das lebendig zu halten. Also dieses bald wöchentlichen Rhythmus Verdun-Exkursionen anzubieten, das hat mich äußerst beeindruckt, denn Verdun ist nach wie vor das große deutsch-französische Memorial. In dem Zusammenhang, da ist jetzt etwas passiert zu 2016 im Verdun, das am Ostquai, dem Beinhaus, wo die Überreste von ungefähr 130.000 deutschen Soldaten und französischen Soldaten liegen, die zusammengekarrt worden sind von den Mönchen nach dem Krieg. Die lagen einfach da rum, die ganze Gegend, da lagen die Knochen und die Köpfe rum von 130.000 jungen Männern. Und das ist der Ostquai, das größte französische Nationalheiligtum. Und seit den 80er Jahren, seit ich selber Exkursionen dahin machte mit meinen Studierenden, habe ich immer gefragt, warum ist das nur für Frankreich? Das sind doch auch die Hälfte der Knochen müssen Deutsche sein. In den 80er Jahren hat man mir gesagt, t'etwas halber. In den 90er Jahren hat man mir gesagt, das wollen wir nicht hören. In den 2000er Jahren hat man mir gesagt, es ist aber ein interessanter Gedanke. Und jetzt, 2016, ist es gemacht worden. Eine riesige Inschrift in der Kuppel des Beinhauses. Ici repose des soldats français et allemands. N'oublions jamais. Hier ruhen deutsche und französische Soldaten, lasst es niemals vergessen. Ja, das haben wir geschafft. Und Joseph Simet, der Chef der Mission du Centenaire, der hat mich dann wieder beschimpft. Rummeich, das hat mich 75.000 € gekostet, dein Ding da. Aber das hat sich nun wirklich gelohnt und so geht es weiter in der Verständigung. Gestern waren die großen Feierlichkeiten, auf die Sie ja angesprochen haben. Viele von Ihnen werden das auch im Fernsehen verfolgt haben. Ich selber hatte die Ehre für France Inter, das zusammen mit französischen Historikern und Historikerinnen live kommentieren zu dürfen. Wir waren uns einig, dass das noch nicht richtig fertig ist. Wir waren uns einig, dass es zu sehr eine Veranstaltung war, die Macron machte für sich und für Frankreich und wo die anderen zugucken durften. Was hätte es denn gekostet, habe ich gefragt gestern öffentlich mal wieder, was hätte es denn gekostet, hätte man mehrere Staatsleute aus verschiedenen Ländern gemeinsam die Flamme des unbekannten Soldaten wieder entfachen lassen. Sie hatten alle ihren Soldat inconnu, ihren unknown soldier. Was hätte es gekostet, hätte man die Fanfare zu Ehren der Toten, diese wunderschöne französische Fanfare. Aber es gibt das russische, das englische, das amerikanische und auch das deutsche Äquivalent dafür. Und dann hat mir einer gesagt, das machen wir beim Bicentenaire. So wird es weitergehen in der internationalen Ausgleich. So richtig fertig ist das noch nicht. Aber wir sind auf dem Wege. Wir sind auf dem Wege. Und natürlich spreche ich auch heute von Versailles. Ich spreche vor allem heute von Versailles und Deutschland. Aber Sie müssen bitte wissen dabei, dass ich immer Frankreich mitdenke. Ich habe Jahrzehnte mit den Franzosen zusammengearbeitet, an der Somme, vor Verdun. Ich weiß, wie kaputt das Land gewesen ist. Ich weiß, wie fertig sie waren 1918 und 19, wie ausgeblutet Frankreich war. Und ich weiß, dass sie einen harten Frieden haben mussten. Und die Tragik des Ganzen, Versailles, ist nicht die Unverschämtheit der Forderungen gegenüber dem Deutschland. Nein, nein, das wäre ganz falsch. Die deutsche Empörung hat auch sehr groß damit zu tun, dass keiner in Deutschland eine Vorstellung davon hatte, was in Frankreich passiert war. Dass 10 Departements komplett verwüstet waren. Das muss man dazu denken, wenn man Versailles denkt. Man muss das also beides denken, man kann nur nicht immer beides zusammen sagen und deshalb jetzt so eine kleine Vorwarnung. Also,
Heute mein Thema ist weitgehend. Und ich habe eben zu meinem Vergnügen gesehen, dass vorne angeschlagen ist, dass das 3 Stunden dauern wird. Ich darf Sie versichern, mit 3,5 komme ich heute aus. Aber ja, das steht da vorne, 3 Stunden. Und ich muss ja auch gehorchen. Von den Schwierigkeiten nach einem totalen Krieg Frieden zu schließen. Erste Frage also, was ist denn überhaupt ein totaler Krieg? Wir alle haben eine Vorstellung vom totalen Krieg und wir haben sofort den Goebbels im Ohr. Wollt ihr ihn totaler, als man sich jemals hat vorstellen können? Ja, ja, ja. Aber wenn man es mal systematisch angeht, die Frage des totalen Krieges, kommen wir darauf, dass eigentlich am allermeisten gedacht wird an riesige Zerstörungsmaschinerien, Bombenteppiche, wenn man auf den Ersten Weltkrieg geht, lange Max, dicke Bertha, Paris-Geschütz und solche Sachen. Also eine irrsinnige Entwicklung von Technik, Panzern in kürzester Zeit. Und auf der anderen Seite auch die riesige Menge an toten Menschen, die Leichenhaufen. Für uns sind normalerweise totaler Krieg damit gekoppelt mit diesem technischen Aufwand und dem Aufwand an Tod. Es gibt aber den dritten Faktor, der entscheidend ist, der immer irgendwie mitgedacht wird, aber nie wirklich thematisiert wird. Das ist der moralische Faktor. Hat der Karl von Clausewitz schon so wunderbar formuliert. Im ersten Buch seines Buches, Was ist der Krieg? Erste Kapitel vom Kriege. Was ist der Krieg? Und da spricht er vom absoluten Krieg. Man sagt, dass kein Krieg jemals eine Grenze in sich hat. Der Krieg, das ist der wichtigste Satz der Militärgeschichte nach meinem Empfinden. Der Krieg hat keine Grenze in sich. Er tendiert dazu, sich immer weiter zu entwickeln, bis hin zum absoluten Krieg. Denn der eine gibt es dem anderen, sagt Clausewitz, und der andere gibt es dem einen. Und so schaukelt es sich auf und es hat keine Grenze in sich. Und die Politik muss kommen und dem Krieg die Grenze setzen, damit er das Instrument der Politik bleibt. Wenn aber die Politik, fährt Clausewitz fort, selber zu großartig wird, also nach heutigen Worten größenwahnsinnig wird, dann beschleunigt sie diesen Mechanismus der Verabsolutierung des Krieges auch noch. Und dann sind wir ein bisschen schon in der Welt des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Und ich möchte heute etwas stärker auf diesen moralischen Faktor mal abgehen, der eine große Rolle spielt bei dieser Verabsolutierung des Krieges. Was ist der moralische Faktor? Das ist die Emotion. Wir machen ja heute alle Emotionsgeschichte in Zusammenhang mit Staatengeschichte, mit Sozialgeschichte. Wir machen Emotionengeschichte, Emotionen, Mentalitäten spielen für die heutigen Historiker aller Nationen eine riesige Rolle. Und der moralische Faktor, das ist in diesem Fall die Emotion, die Begeisterung, der Hass als Stichworte. Man könnte das verfeinern, aber das ist jetzt hier nicht nötig. Emotion, Stichworte, Hass. Und das ist im Ersten Weltkrieg so ungeheuer befördert worden. Es hat keinen vergleichbaren großen Krieg gegeben, wo so auf Hass gesetzt worden ist, auf Emotion gesetzt worden ist. Und warum, meine Damen und Herren? Das kommt jetzt etwas, was ganz wichtig ist, was zumal meist vergessen wird. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg von uniformierten Zivilisten. Das waren Soldaten, die hatten alle Uniform an. Aber die hatten alle 2-3 Jahre vorher noch keine Uniform angehabt. Nach damaligen Begriffen waren die gerade erst mal aus dem zivilen Leben gekommen. Man war ja im 19. Jahrhundert Dienstzeiten von 7 oder 9 Jahren gewöhnt. Und die ganze Einrichtung von 2- und 3-jährigen Dienstzeiten, Pflichtzeiten, Wehrpflichtzeiten, war ja eine Erfindung der Massendemokratie. Erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts kommt das überall erst auf.
dass die von 1914, die 14 in den Krieg ziehen, sind Zivilisten, denen man mehr oder weniger plötzlich eine Uniform übergestülpt hat. Die ein, zwei Jahre militärische Drillerfahrung haben, aber sonst nichts. Das sind keine Soldaten im eigentlichen Sinne gewesen. Die wurden es zum Teil. Entwickeln sich auch Söldnermentalitäten, entwickeln sich auch Kriegermentalitäten, Ernst Jünger. Auch bei Leuten, die 14 noch keine Ahnung hatten, dass sie zum Krieger werden könnten. Aber das ist ein anderes Phänomen. Wichtig ist das, hier haben wir Millionen und Abermillionen von Zivilisten, die gegeneinander in den Krieg gestellt werden. Zahlen. Uniformierte Zivilisten. Wenn Sie die kriegführenden Nationen zusammennehmen, kommen wir auf ungefähr 40 Millionen junge Männer. Deutschland hat alleine im Laufe des Krieges 13 Millionen junge Männer mobilisiert. 13 Millionen bei einer Bevölkerungszahl von 70 Millionen. Frankreich ist mit 8,5 Millionen dabei. 8,5 Millionen, aber bei einer Bevölkerungszahl von damals 35 Millionen. Deutschland ist auf fast 70 Millionen, doppelt so stark bevölkerungsmäßig. Mit den dazugehörigen Vorurteilen. Sterbende Nation Frankreich, was wollen die überhaupt mit ihrem großen Land und so weiter. Heute ist das nicht mehr so, heute sind wir ungefähr gleich. Also, bei den anderen ist es nicht anders. Bei den Briten erst, da hat die am Anfang nur eine kleine Berufsarmee, aber ab 15 ist das dann auch nicht mehr möglich. Und dann kriegen sie sogar die Wehrpflicht in den Großbritannien. Und was braucht es, um die Menschen dort an die Stange zu bringen und, dies ist der alte Ausdruck, bei der Stange zu halten, nämlich bei der Fahne zu halten. Bei der Stange halten heißt bei der Fahne halten. Was braucht es dazu? Es braucht die Emotion. Es braucht die Emotion. Es braucht die Überzeugung. Und jetzt kommt etwas, ich glaube selbst, wirklich ganz Entscheidendes. Es braucht die Überzeugung, das Vaterland, die Kultur, die Menschheit vor einem absolut bösen Feind schützen zu müssen. Du kriegst solche Millionen und Millionen Zivilisten nicht an die Stange und hältst sie da trotz der grässlichsten Sachen dran, wenn du nicht eine ganz klare Botschaft haben. Das muss sein fürs Vaterland. Das muss sein fürs Überleben. Das muss sein zur Rettung deiner Familie vor was? Vor dem absolut Bösen. Und so ist dieser Krieg geführt worden. Das fing ja schon vor dem Krieg an. Vor dem Krieg die ganzen großen Rüstungen. Man hat es ja gesagt, die Rüstungen bringen den Krieg. Wer hat angefangen zu rüsten? Ach, das ist ein schönes Thema, da kann ich mit meinen französischen Freunden immer drüber aufregen und uns gegenseitig hochbringen. Das muss ich Ihnen erzählen. In Frankreich gibt es eine radikale Selbstsicherheit und das ist, dass Deutschland mit dem Rüsten angefangen hat und dass die Franzosen ihr großes Rüstungsprojekt 1913 deshalb machen mussten. Das können Sie lesen im Buch von Antoine Pro, meinem Freund, mit dem ich Verdun gemacht habe, in seinem schönen Buch L'Histoire de France racontée à mes petits-enfants. Histoire de France racontée à mes petits-enfants. Von einem der größten französischen Gelehrten. Und da schreibt er ganz einfach. Deutschland hat aufgerüstet und deshalb mussten wir antworten. Die Franzosen haben dieses Wir noch, ja, was wir nicht mehr haben bei uns. Deshalb mussten wir antworten und deshalb die dreijährige Dienstpflicht 1913. Und war leider notwendig, weil die Deutschen so militaristisch waren. Ich bezweifle ja nicht, dass die Deutschen so militaristisch waren. Aber habe ich gesagt, Antoine, schau mal, ich habe einen Kalender in der Hand. Und auf dem Kalender steht, ich bin ja Spezialist für die Rüstungspolitik. Ich habe doch meine Diss gemacht über diese Frage. Da bin ich nicht schlagbar in dem Thema. Am 6. März 1913 legt die französische Regierung ihr Rüstungsprojekt auf den Tisch der Chambre des Députés. Und am 12. April legt die deutsche Regierung ihr Rüstungsprojekt auf den Tisch des Reichstags. Also, cher Antoine, habe ich gesagt,
damit wir den deutsch-französischen Frieden, an dem uns so liegt, aufrechterhalten. Lass uns doch in Zukunft sagen, dass da gleichzeitig hochgerüstet worden ist. So einfach ist das nicht mit den Antworten. Natürlich, sagt er dann ganz empört, wir haben doch schon ab Januar gewusst, dass ihr aufrüsten würdet. Ja, und dann musste man ja schneller sein. Natürlich sagt er das, aber ich sage, ihr habt ja auch schließlich im Dezember 1912 schon die Loi des Cadres gemacht, das Kadergesetz, weshalb die Deutschen erst wach geworden sind. Eigentlich hatten wir doch nur mit den Engländern zu tun und nicht mit euch. Bis hierhin, da habe ich keine Antwort mehr gekriegt. Mal sehen, was noch kommt. Also jedenfalls ist das eine interessante Diskussion. Aber, um auf unser Thema heute wiederzukommen, wir haben auch diese Hochrüstungspolitik, die schrecklich viel Geld gekostet hat. Der Militäretat war damals in allen europäischen Nationen 85-90% des Staatshaushaltes. So haben sich die Verhältnisse geändert. Ja? Wir haben damals die militärischen Ausgaben, sind das absolut schwerwiegendste. Wir haben ja so noch den Sozialstaat noch nicht im eigentlichen Sinne. Und an dem Punkt waren in Deutschland neue Steuern fällig um diese riesigen Ausgaben. Und in Frankreich stritt man sich um die Steuern. Na gut, hin und her. Man musste, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass trotz der Kosten, trotz der Anforderungen, ein Jahr länger in den Kasernen dienen und so weiter als bisher, die heilige Loi de deux ans, das zweijährige Dienstgesetz von 1905, das hochdemokratische, soll wieder geändert werden, weil der deutsche Feind droht. Ja, und dann hat man sich einfallen lassen, dass man der Bevölkerung Tag um Tag erklärt, der Deutsche steht vor der Tür, der Deutsche will uns erdrücken, 800.000 deutsche Soldaten warten nur darauf, Frankreich zu überfallen. Attaque brisque. Das ist es. Das hat sogar einen Hochkritiker wie Clemenceau überzeugt, dieser Diskurs. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber da haben wir auf der einen Seite die Panikmache. Man brauchte die Rüstungen für etwas ganz anderes. Man brauchte die Rüstungen, um die Offensivstrategie richtig gut machen zu können. Aber das Volk zu überzeugen, das hieß, der Deutsche droht. Der deutsche Militarist droht. Wir müssen uns alle zusammenfinden. Wir müssen Stand zur nationalen Verteidigung. In Deutschland, selbst der rabiateste Sozialdemokrat damals war überzeugt davon, dass Deutschland eingekreist wird. Von den anderen. Simplicissimus 1907. Da sehen Sie, was die anderen alle vorhaben. Da der böse gallische Hahn. Ach nee, das war jetzt falsch. Da der ist der gallische Hahn. Und da, oh, der kleine italienische Affe. Da der Löwe, der britische. Der riesenböse Bär. Der Ami ist noch nicht dabei. Ja. Und der arme Michel da in seinem Bett, der hat die lange Pfeife da und noch in seinem Bett, der soll ja nicht rauchen im Bett. Und liest Zeitung und ist eigentlich ganz gemütlich. Und die anderen. Simplicissimus, das ist eines der kritischsten Blätter damals. Das ist militaristisch, nicht kein Militarismus. Das ist eine linke Position. Auf den Essener Parteitag der Sozialdemokratie 1907. Wurde das auch schon ganz deutlich, diese Überzeugung, wir sind alles Pazifisten und alles, aber wir müssen doch zur Verteidigung des Vaterlands gegen diese drohende Umzingelung der anderen auch angehen wollen. Und das ist auch gestärkt worden. Simplicissimus ein Jahr weiter, die eingekreiste Germania, schauen Sie mal, was soll das denn? Die schöne Germania hier, die läuft durch den Wald mit ihrem Schwert über der Schulter. Und da sind sie, der und der, die ganzen Bösen, der Russe, der Franzose, der Brite. Die Briten, sie haben immer so ein Über. So ein und dann steht, wir wollen ihr jetzt noch nichts tun, denn sie hat ja ihr Schwert noch bei sich. Sehen Sie? Aber das ist noch alles relativ gemütlich. Es gibt Schlimmere, aber das ist von äußerst linker Position her, dass so etwas kommt. Ich sage es Ihnen,
Die Einkreisungstopos ist in Deutschland absolut verbindlich. Von rechts bis links. Die anderen wollen uns an die Haut und wir müssen uns wehren. Und das ist auch die Grundlage dann des Burgfriedens. Das ist die Grundlage, warum sie zu Millionen zu den Waffen geströmt worden sind. Nicht 1914, nicht aus Größenwahn, nicht weil sie die Welt erobern wollten, sondern weil sie sicher waren, dass es darum ging, dem bösen geplanten Überfall der Feinde zuvorzukommen. Das ist die Ideologie von 1914 August. Das ist die Stimmung des Burgfriedens. Das ist das Hurra Patria. Da sind auch einige besoffene Köpfe, die weitergehen. Aber das ist das, was auch auf dem Land gesagt wird, bei den ernsthaften Bauern. Es muss sein. Die anderen bedrohen uns. Es muss sein. Augusterlebnis, Burgfrieden, Wilhelm II. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. 4. August, das hatte 10-mal gehalten, die Rede. Also ich nehme jetzt die vom 6. August. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind, nun auf zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten, um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Gott mit uns. Ah, da habe ich immer wieder Streit mit meinen französischen Freunden. Heißt Gott mit uns, Gott ist mit uns oder Gott sei mit uns? Und bei Gott sei mit uns sind wir schon sehr europäisch, das haben die anderen auch alle. Und Gott mit uns, Dieu avec nous, God with us. Naja. Ansprache des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg, 4.8. im Reichstag, vor begeisterten Abgeordneten aller Couleur. Meine Herren, wir sind jetzt in der Notwehr. Lebhafter Beispiel. Und Not kennt kein Gebot. Stürmischer Beifall. Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt, vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. Meine Herren, das widerspricht den Geboten des Völkerrechts. Das Unrecht, ich spreche offen, das Unrecht, was wir damit tun, werden wir wieder gut zu machen suchen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist. Wer so bedroht ist wie wir und um sein Höchstes kämpft, der darf nur daran denken, wie er sich durchhaut. Paradigmatisch. Und so haben sie gedacht. Das ist die Grundlage des Burgfriedens. Das ist aber auch genau die Grundlage der Union Sacrée. Poincaré, Rede vom 4.8. Im nunmehr beginnenden Krieg wird Frankreich das Recht auf seiner Seite haben, dessen ewige Macht Völker und Individuen nicht ungestraft missachten können. Frankreich wird von allen seinen Söhnen heldenhaft verteidigt werden, deren heilige Einheit, Union Sacrée, angesichts des Feindes nichts zu brechen vermag. Sie alle sind heute brüderlich geeint in der Entrüstung über den Aggressor und in patriotischer Überzeugung. Sie haben auf beiden Seiten den absolut selben Diskurs. Jetzt sind wir im Krieg. Jetzt wird es schwierig für die Deutschen. Denn die Franzosen haben einen enormen Vorteil bei all dem Leid, den es mit sich bringt. Der Deutsche ist in ihrem Land und sie sind nicht in Deutschland. Und den Franzosen klarzumachen, auch über die ganzen Jahre hinweg, dass es zwingend ist, den Bosch wieder rauszutreiben, bedarf keines großen Argumentierens. Er hat ja schließlich 10 Departements besetzt und alles ist verwüstet. Man muss alles tun, damit er wieder geht. Für Deutschland wird das schwieriger. Denn diese Vorwärtsverteidigung, die man geplant hatte und durchgeführt hatte, wird auf Dauer, bringt das Problem mit sich, dass den Menschen nicht mehr so richtig einsichtig ist, wieso man sich so anstrengen muss. Der Krieg ist ja nicht in Deutschland. Und man hört vom Krieg, dass da schrecklich viele Verwüstungen ist und man kriegt mit, natürlich, dass immer mehr schwarz gekleidete Frauen auf den Straßen rumlaufen, die Witwen und die Mütter.
Das kriegt man natürlich mit, das Leid ist groß. Aber dieser Elan der nationalen Verteidigung ist in Deutschland ganz anders und sehr viel schwieriger aufrechtzuerhalten als in Frankreich. Und das gelingt auch nicht. Aber das ist das Thema meines neuen Buches, das ich auf diese Art Ihnen natürlich zu lesen empfehle. Aber, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber das ist das Thema meines letzten Buches. Der ferne Krieg. Das Problem ist der Ferne des Krieges. Und wie kannst du den Verteidigungselan und die Anstrengungen, die das alles betrifft, aufrechterhalten, auch wenn der Krieg gar nicht in Deutschland ist? So ist es, das ist das Problem. Und wir haben bei den Soldaten gar keine Frage, eine ganz klare Ideologie. Wir schieben die Wacht an der Somme und vor Verdun. Wir passen auf, dass der Krieg nicht nach Deutschland kommt. Wir sehen die Zerstörungen, die der Krieg macht, wir und die anderen. Und unser ganzer Stolz ist es, dass wir hier die Wacht an der Somme drücken. Die Wacht an der Somme. So heißt die Kriegszeitung der Zweiten Armee, heißt die Wacht an der Somme. Das ist die soldatische Ideologie, die die Soldaten aufrechterhält. In den Schützengräben, in ihren Bunkern, unter Beschuss, angesichts dieses irrsinnigen Todes. Wir müssen es sein, sonst käme der Krieg ja nach Deutschland. Das ist ihr ganzer Stolz. Und ihre Überzeugung. Aber das ist natürlich auf Dauer der Zivilbevölkerung kaum zu vermitteln. Und im totalen Krieg gibt es jetzt Abschwächungen. Ich sage Ihnen mal was. Das ist französische Propaganda. Das ist englische Propaganda. Das ist auch nochmal englische Propaganda. Die haben das ernst gemeint. Da muss ich Ihnen erzählen, eine ganz bitterböse Karikatur im Canard Enchaîné 1984, als Kohl und Mitterrand in Verdun zusammenstehen, Hand in der Hand. Das ist ja erst im Laufe der Zeit die emblematische Geste geworden, dieses Hand in Hand. Und in dem Canard Enchaîné steht dann der riesige Kohl und der kleine Mitterrand. Und der kleine Mitterrand fragt den riesigen Kohl, sag mal, es ist doch nicht wahr, dass ihr Kinder gefressen habt. Ne? So nah war das noch, 1984. So nah war das. Es ist doch nicht wahr, dass ihr Kinder gefressen habt. Ne? Im Canard Enchaîné von 1919 steht übrigens ein Artikel, der fordert einen Artikel additionnel au Traité de Versailles. Ein Zusatzartikel zum Versailler Vertrag. Und in dem müsse unbedingt stehen, dass die Deutschen Jeanne d'Arc verbrannt haben. So sieht das aus. Propaganda im totaler werdenden Krieg. Eine eingegrabene Frau, die gerade von einem deutschen Wüstling den Kopf und die anderen werden zurückgehalten, den Kopf abgeschlagen bekommt. Petit Journal, Priester, die abgemetzelt werden an der Kirchenwand. Und dann die deutsche Antwort. Ich könnte Ihnen beim besten Willen keine solche bildintensive deutsche Propaganda zeigen. Sie haben sie nicht gehabt. Sie haben sie nicht gehabt. Wir haben dieses Plakat, sind wir die Barbaren, ab und zu mal haben wir eine englische Spinne, die sich über Europa legt, aber damit ist es auch schon wirklich gut. Und die ganze Frage ist, das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht in der Bereitschaft, den Krieg zu totalisieren. In Frankreich, in Großbritannien, dann auch in den USA, den urdemokratischen Nationen, ist der Krieg wirklich Angelegenheit des ganzen Volkes.
Und der Weg zum totalen Krieg, von dem ja schon Clemenceau spricht, la guerre totale, das ist die ganze Nation, alle Staatsbürger in Uniform und die Frauen, das ist ja schon die Ideologie der französischen Revolution gewesen, von 1793, alle, levé en masse, wir müssen alle das Vaterland verteidigen. Das war die große neue Idee. Und die hat ihren Weg gemacht in die demokratischen Nationen. Und zudem kam eine Fähigkeit, das auch imaginativ in Bilder umzusetzen. Die gröbsten Sachen. Gucken Sie sich die innerfranzösische Diskussion oder Polemik oder Schlachterei während der Dreyfus-Affäre an, wo der Gegner zum absoluten Tier wird, der politische Gegner. 1914 war es absolut einfach, in der Auswechslung des Gegners dieselben Verfahren weiterzutreiben. Einer radikalisierten, demokratischen Presse. Das kann man empfinden, wie man will, aber das war so. Die demokratischen Nationen hatten eine freie Presse. Und da konnte man auch Phantasmagorien publizieren, wie man wollte. In Deutschland hatten wir eine konstitutionelle Monarchie. Wir hatten eine Verfassung, aber einen Monarchen. Und wir hatten eine Gesellschaft, eine politische Führung und militärische Führung, die immer noch den Standpunkt hatte, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Jetzt ist der Krieg außen. Wir sind froh, dass der Krieg nicht in Deutschland ist, wie ja alle. Bleibt ruhig. Es gibt noch 1915 im April eine Verfügung des militärischen Oberkommandos, das verbietet, das glauben Sie jetzt nicht, was ich jetzt sage, die verbietet, den Gegner schlecht zu machen. Den Gegner Hass entgegenzubringen. Wir haben in Deutschland jede Menge militärische Zensur. Wir haben nicht die geringste Propaganda-Institution. Die kommt erst 1917, versucht man es. Merkend, dass man in einem hoffnungslosen Rückstand gegenüber den Alliierten geraten ist, was die Totalisierung des Krieges in der Propaganda angeht. Das ist ein Ungleichgewicht, das man einfach so erkennen muss in diesem. Und es ist für mich überhaupt keine Frage, dass auch die Anstrengung der Alliierten, die französische, die gemeinsame Anstrengung der Alliierten, nicht zuletzt von dieser Überzeugung und von dieser immer wieder beförderten Überzeugung getragen wird, dass wir es echt mit den Barbaren zu tun haben, den es abzuwehren gilt. Nun hat es ja auch viel gegeben. Die Bibliothek von Löwen, was Herr Schievelbusch so wunderbar beschrieben hat. Die Bibliothek von Löwen, die die Deutschen in Brand stecken, 1914 im September. Und mit dem großen Schild hinterher drin, von den Franzosen 1918 reingehängt in die Ruinen. Ici finit la culture allemande. 1918 reingehängt nach Kriegsende. Wir wissen heute unter Historikern, dass das kein absichtliches Anstecken war, dieser Bibliothek von, dass man sich sogar noch bemüht hat, das zu löschen, der Brand, der da übergriff. Aber trotzdem, das war natürlich ein absolutes Wasser auf die Mühlen der alliierten Propaganda, dass die Deutschen die Bibliothek von Löwen angesteckt haben, von Louvain. Im Versailler Vertrag wird dann auch festgelegt, dass die Deutschen die Bücher, soweit es ihnen möglich ist, restituieren müssen aus eigenen Bibliotheksbeständen, die Inkunablen und so weiter. Und interessanterweise hat es dagegen keinen deutschen Protest gegeben. Man hat gewusst, dass man daran schuld war. Man hat es nicht extra gemacht, aber man hat es gewusst. Weiteres und sehr schwieriges Kapitel heute noch, die Kathedrale von Reims. Da gibt es ja jetzt seit 3 Monaten das wunderbare Buch von Thomas Gätgens, Die brennende Kathedrale. Also wer sich das näher interessiert, das kann ich jetzt nicht ausführen, der muss in das Buch reingucken mit den ganzen Bildern da drin, die brennende Kathedrale. Gätgens ist ja nicht irgendwer, sondern Gätgens ist der Direktor der größten amerikanischen Kunstinstitution. Er war vorher in Paris, Gätgens, am Deutsch-Französischen Forum. Und
Es hatte sein Leben gekrönt mit diesem Buch, was genauestens zeigt, dass natürlich das keine Absicht der Deutschen war, die Kathedrale in Brand zu setzen. Und wie das Thema dieses Beschusses, der leider wegen der Gerüste, die drum waren, zum Brand der Kathedrale führten, auch seine Gründe hatte, weil kaum abweisbar ist, dass die Franzosen wirklich Beobachtungsposten obendrauf hatten. Die Forschung weiß das, die Öffentlichkeit will das nicht wissen. Und dass dann das gebrannt hat, wie verrückt und wie daraus das absolute Propagandainstrument gemacht worden ist, das kann ich nicht ausführen, aber es geht alles in die Richtung, die Alliierten führen einen riesigen Krieg des guten Gewissens und die Deutschen führen einen riesigen technischen Krieg mit irrsinnigem Einsatz von Menschen, mit einem immer weniger gut abgefederten Gewissen. Und sie kommen propagandistisch nicht nach. Und deshalb bröckelt dann die Front auch im Innern. Also im Krieg wird zum Beispiel auch diese ganze Frage während des Krieges, das gehört auch mit zu dieser Totalisierung, die Kriegsschuldfrage während des Krieges, wird die permanent weitergetrieben. Wer ist denn schuld am Ausbruch des Krieges? Dann werden die Dokumente publiziert von den verschiedenen Nationen. Das wird dann vor allem ab 1917 wichtig, als die Deutschen die Russen besiegt haben, an die russischen Archive kommen und dann die russischen Dokumente veröffentlichen, schon 1917, die zeigen sollen, dass Russland und Frankreich den Krieg vorbereitet haben, systematisch, um Deutschland zu überfallen. Das haben sie dann hinterher zwar nicht beweisen können mit den Dokumenten, aber so viel immer wieder neu publiziert, bis die Leute es geglaubt haben. Ja? Also, das ist wichtig. Und nach dem Krieg, Waffenstillstand als Kapitulation. Es hat dann die Deutsche Friedensinitiative gegeben, im Herbst 1918. Ich glaube, alles fängt damit an. 18. Juli. Alles fängt damit an. Nein, ich muss eins weiter noch sagen, weil das jetzt gerade in unserem hier Saarbrücker deutsch-französischen Zusammenhang so interessant ist. In der deutschen Historiografie gibt es seit langem eine Überzeugung, dass die deutsche Armee eigentlich im Frühjahr 1918 schon geschlagen war und dass sie nur noch bis vor Paris gehumpelt sind. In der französischen Historiografie und in der Alliierten gibt es eine absolut klare Überzeugung, die Deutschen waren fast wieder in Paris. Und dann hat man sie Anfang Juni in einem allerletzten großen Elan und Anstrengung zurückschlagen können. Das zweite Marne-Wunder. La deuxième Marne. Das ist in deutscher Historiografie vollständig unbekannt, die deuxième Marne. Das ist heute noch, wo wir alle so zusammenarbeiten, immer wieder sichtbar, wie die nationalen Historiografien in ihren Traditionen auseinandergehen. Für die Franzosen ist es ganz eindeutig, dass die Deutschen fast wieder in Paris waren mit all ihrer Kraft. Es waren ja auch schon Millionen von Parisern geflohen Anfang Juli und die Regierung bereitete sich vor, nach Bordeaux auszuweichen. Und dann hat es nicht mehr gelangt für die Deutschen. Die Franzosen dann auch den großen Vorteil, dass sie Panzer hatten. Jetzt hatten sie einen technischen Vorsprung. 18. Juli, die große Panzerschlacht vor Reims, wo die Deutschen zum ersten Mal wirklich mit dem Panzer konfrontiert waren. Ich weiß, dass es den auch vorher gab, den britischen, aber der hat nicht wirklich geschockt. Schock waren diese 150 französischen kleinen Renault-Panzer. Die waren zwar klein und die konntest du bald wegtragen mit 100 Mann, aber die waren überall und die waren auch nicht kaputt zu kriegen. Das nur für die, die glauben, dass die deutsche Mechanik immer überlegen ist. Nee, die französische Mechanik war richtig überlegen damals. Und dann geht es weiter. Die Einbrüche mehren sich im deutschen Heer am 8. August, dem von Ludendorff sogenannten Schwarzen Tag. Da haben wir bei Amiens einen Angriff der Briten, wo dann an dem Abend des Tages die Briten 40.000 Gefangene melden, Gefangene, und die Deutschen von 35.000 Verlusten sprechen. Also hier haben wir zum ersten Mal das massive Phänomen des Weglaufens von der Front, Anfang August. Und dann zieht sich das aber. Und die ganze Frage unter Historikern ist heute noch, wann war es denn so weit, dass die Deutschen wirklich nicht mehr konnten?
Wann war es denn soweit? Deutsche Historiker bestehen eigentlich darauf, dass mit Anfang August, Anfang September alles vorbei war. Aber die französischen Archives National haben vor einigen Jahren einen großen Katalog, eine wunderbare Ausstellung herausgebracht. Der hat den Titel L'étrange Victoire, der seltsame Sieg. Niemand in Frankreich hatte vermutet oder bei den Alliierten, dass die Deutschen jetzt so schnell aufgeben würden. Man bereitete die große Offensive 1919 vor, Foch. Aber dass dann plötzlich das deutsche Heer auseinanderbricht, na gut. Ende September weiß Ludendorff, der deutsche Chef hinter Hindenburg, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, wegen der Größe der amerikanischen Hilfe auch. Man muss es sagen. Und das ist auch gestern nicht genug gesagt worden. Und Macron durfte gestern nicht von Les Amériques sprechen, die auch gekommen sind. Er musste sprechen von den USA. Kein Wort États-Unis. Les Amériques. Also seine Antitramperei darf doch nicht so weit gehen. Ohne die Amerikaner konnten die den Krieg nicht gewinnen. So war es. Und das hätte gestern gesagt werden müssen. Aber jedenfalls sind wir in dieser Situation, dass die Alliierten auf jeden Fall den Krieg gewinnen werden. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, kriegt man vernünftige Friedensbedingungen oder muss man kapitulieren? Dann stellt Ludendorff die Forderung in den Raum, 27. September, man müsse jetzt mal darum bitten, eine Pause im Krieg zu machen, Friedensgespräche anzubahnen, so ein Depp, Pause im absoluten Krieg. Am nächsten Tag haben die Alliierten das als Flugblätter über die deutschen Front abgeworfen, dass Ludendorff Friedensangebot gemacht hat. Was dazu führt, dass ab Anfang Oktober die deutschen Soldaten zu Hunderttausenden weglaufen. Was allerdings auch dazu führt, dass die Militärs und die Rechten sagen können, dass die Soldaten weggelaufen sind wegen der kommunistischen Propaganda, die ja im Heer sich da verbreitete, seit die Soldaten aus Russland zurückgekommen sind und an die Westfront versetzt wurden. Das ist extrem schwierig, das genau zu beurteilen. Und da spielen dann sofort wieder große Überzeugungen eine Rolle, weil das dann mit dem Deutschstoß zu tun hat. Wer ist denn schuld daran, dass wir in diesem totalen Krieg plötzlich aufgeben mussten? Und meine Überzeugung, die ich auch in meinem letzten Buch gesagt habe, ist ganz einfach, insofern als die Alliierten an diesen Sieg noch nicht geglaubt haben, der da kam, und noch Ende Mitte Oktober ganz eindeutig, dass sie gar nicht wissen, dass die Deutschen dermaßen schwach sind und dass sie zu Hunderttausenden weglaufen. Und der Punkt ist in der Tat der, dass sie es wissen an dem Tag, wo die Revolution ausbricht. Am 29. Oktober sagt General Foch, der Oberkommandierende der Alliierten im Alliiertenrat, die Deutschen sind noch wehrhaft genug, wir müssen bei den anbahnenden Friedensgesprächen aufpassen, dass wir die nicht zu scharf machen, die Bedingungen, damit die sich nicht wieder zusammenfassen und eine neue Verteidigungslinie aufbauen. 29. Oktober. Dann gibt es die Aufrufe der deutschen Regierung zur Levée en masse, Rathenau und so weiter. In München sollen 600.000, in München und anderen Städten 600.000 junge Männer aus den Fabriken rekrutiert werden für die Front. Dann macht der Eisner eine Demo dagegen, Kurt Eisner und die USPD, eine Demo auf den Theresienwiesen. Und zur Demo warten sie mit 2.000 Menschen gerechnet und 50.000 kommen. Und so ist die von Michelet beschriebene Revolution. Un jour se fera et le peuple sera dans la rue et personne ne l'a appelé. Michelet. Es kommt der Tag, da ist das Volk auf der Straße und niemand hat es gerufen. Und das ist die Revolution. Das war die Münchner Revolution. 7.11. abends, 8.11. früh. Am 7.11. abends erfahren die Franzosen, dass wir Kopenhagen, was los ist. Am 8.11. ist Erzberger in Compiègne beim Eisenbahnwaggon. Am 8.11.
Und Erzberger sagt zu dem General Foch, jetzt wollen wir doch mit den Verhandlungen beginnen. Und der General Foch antwortet ihm, entschuldigen Sie, Monsieur, Sie haben nichts mehr zu verhandeln. Und dann wird es schwierig für die Historiker und Gutwilligen, die sagen, nein, 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 die Revolution hat mit diesem Frieden nichts zu tun, mit diesem Kapitulationsfrieden, denn es haben nur die Generale verschuldet. So polarisiert sich das im Moment zwischen Frankfurter Allgemeinen und der Zeit. Ja? Na, na, natürlich haben die Generale mit der Niederlage zu tun. Sie sind schuld daran. Sie hätten längst vorher einsehen müssen. Aber kein Mensch kann sagen, dass Deutschland diese kapitulativen Bedingungen bekommen hätte, wenn die Revolution nicht gekommen wäre. Das ist das Problem. Bereits die alliierte Antwort auf die ja, und dann, jetzt habe ich schon vorgegriffen auf den 8.11. Eins ist klar in Compiègne. Deutschland muss bezahlen. Für was muss Deutschland bezahlen? Lansing-Note, 5.11. Vierte Wilson-Note, 5.11. Die entscheidende. Im Austausch zwischen der deutschen Regierung und den amerikanischen Präsidenten zur Einleitung von Friedensverhandlungen, der sogenannte Notenwechsel Lansing vom Staatssekretär Wilson namens Lansing, deshalb dieser Name. Die Lansing-Note vom 5.11. hat folgenden Wortlaut. In der am weitesten verbreiteten deutschen Übersetzung heute: Die alliierten Regierungen sind der Ansicht, dass über den Sinn dieser Bedingungen kein Zweifel bestehen darf. Sie verstehen darunter, dass Deutschland für alle durch seine Angriffe zu Wasser, zu Land und in der Luft der Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum zugefügten Schaden Ersatz leisten muss. Andererseits steht im englischen Text, auch der habe ich nie mitgebracht, ist auch egal. Die Deutschen schreiben Angriff. Hören Sie nochmal. Sie verstehen darunter, dass Deutschland für alle durch seine Angriffe zu Wasser und Land und in der Luft der Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum zugefügten Schaden Ersatz leisten soll. Im englischen Text steht Aggression und im französischen Text steht Aggression. Und in der allerersten offiziellen deutschen Übersetzung vom Auswärtigen Amt vom Mai 19 steht auch Aggression. Und das wird dann zurückgenommen. Und der Erzberger sagt dann dem Foch, wir wollen natürlich bezahlen, 20 Milliarden wollen wir bezahlen, Monsieur. Was viel Geld ist bei 8 Milliarden Staatshaushalt 1914. 20 Milliarden wollen wir bezahlen, aber wir wollen natürlich nur bezahlen für die Schäden, die wir verursacht haben. Wir wollen nicht für die Kathedrale von Laon bezahlen, die haben doch die Franzosen kaputt geschossen. Das war das deutsche Argument. Wir wollen nur für unsere Schäden bezahlen. Und nein, sagt Clemenceau dann auch hinterher dem Proktor Franzauer, sagt schon in Compiègne der Foch dem Erzberger, ihr habt unterschrieben, dass ihr für eure Aggression bezahlt, und zwar für die Aggression von 1914. Ihr seid schuld an allen Schäden, auch an den Schäden, die wir haben machen müssen, um euch wieder zu vertreiben. Die Deutschen haben das kommt noch heute in mancher Literatur wieder vor, das, was so ungerecht war, dass man alles bezahlen sollte. Für die Alliierten war eins ganz klar, Deutschland muss bezahlen, weil es eingedrungen ist in Belgien und Frankreich und diesen Krieg gemacht hat. Deshalb diese ganze Frage der Kriegsschuld so wichtig. Sie ist jetzt schuld an diesem Aggressionskrieg und also müsst ihr alles bezahlen. Und die Deutschen sagen, nee, nee, wir haben doch nur einen Verteidigungskrieg gemacht und da bei euch irgendwo im Land. Und dabei ist natürlich viel kaputt gegangen, weil der Krieg der Totale macht viel kaputt. Aber jetzt müssen wir doch mal abrechnen, wir wollen nur bezahlen, was wir kaputt haben. Ein unglaublicher Streit, der deshalb entsteht und der sich dann so durchzieht bis hin nach Versailles. Nein, das ist ganz schlicht, um das abschließend für mich zu sagen. In den Texten steht Aggression
und Aggression. Und es fällt sehr schwer, Aggression mit Angriff zu übersetzen. Manchmal ist das möglich, aber es ist schon eine aggressive Grundhaltung, die dann zu den Angriffen führt bei der Übersetzung. Aggression ist ganz eindeutig. Ich komme nach Versailles. Das erste ist ja schon mal nach diesem von den Schwierigkeiten nach einem totalen Krieg Frieden zu schließen. Noch eine Anekdote, die extrem interessant ist und die man kaum kennt, die ich Ihnen jetzt erzähle. Im Dezember 1918, also noch vor den Verhandlungen nach Compiègne, aber vor Versailles, tritt Clemenceau, Père la Victoire, der Vater des Sieges, vor den Senat, hat so ein dünnes Akte in der Hand und sagt, ich trage jetzt Ihnen vor, das allerschlimmste Kriegsverbrechen der deutschen Barbaren. Und alles guckt und wundert sich. Und dann liest Clemenceau den Aufruf der 93 vom Oktober 1914 vor. Den sogenannten Aufruf der 93, der 93 deutschen Kulturträger, Wissenschaftler, Kulturbonzen aller Art, die 1914 im Oktober auf die alliierte Propaganda versucht hatten zu antworten. Es ist nicht wahr, im Stil der lutherschen Thesen. Es ist nicht wahr, dass wir Reims angezündet haben. Es ist nicht wahr, dass wir kleine Kinder essen. Es ist nicht wahr und so weiter und so fort. Es ist nicht wahr, dass wir einfach so in Belgien eingedrungen sind. Wir mussten das machen. Es ist nicht wahr. Und die ganze Litanei. 18, weil man doch wirklich anderes gesehen hatte. Clemenceau, das größte deutsche Kriegsverbrechen. Ich hatte mich unheimlich berührt, insofern als Clemenceau ganz zu Unrecht übrigens in Deutschland immer als deutschen Hasser gilt. Das stimmt. Clemenceau war ein tiefer Bewunderer der deutschen Kultur. Georges Clemenceau hatte nicht weniger in seiner Bibliothek, nicht weniger als 5 verschiedene Goethe-Ausgaben, die er miteinander las, die er miteinander verglich. Er war ein Fervent, ein Anhänger der deutschen Kultur des 19. Jahrhunderts. Und er war so schrecklich enttäuscht vom preußischen Militarismus. Les deux Allemagne, die zwei Deutschland. Es hat auch vor 14 keinen Krach mit Clemenceau gegeben, aber niemand hatte die Überzeugung so tief, dass Frankreich einen gerechten Verteidigungskrieg führt und den totalisieren muss, wie Georges Clemenceau, der das dann ja auch 1917 sagt, in seiner berühmten Parlamentsrede im November 17. La guerre, je fais la guerre, que la guerre, rien que la guerre, la guerre. Pas de trahison, pas de demi-trahison. Kein Verrat und kein Halbverrat. La guerre que la guerre. Also als Demokrat. Versailles, also das ist jetzt Dezember 18, dieses große Verbrechen der Deutschen nochmal wieder, dieser absolute Hass auch. Das Entsetzen der Franzosen, die langsam auch in die Schlachtfelder geführt werden. Die sehen, der Tourismus, der Schlachtfeldtourismus, Michelin ab 1918 schon. Ersten Michelin-Schlachtenführer sind 18. Sie sehen, was da gewesen ist und haben natürlich alles die Deutschen gemacht. Der Deutsche hat alles kaputt gemacht. Der Deutsche ist nicht nur an meiner Schuld, er hat alles kaputt gemacht. Und dann die vielen Millionen Toten. Frankreich hat 1,4 Millionen Söhne verloren. Bei einer Bevölkerung von, ich sagte es, 37 oder wie viele Millionen damals. In Deutschland sind es 2 Millionen, bei einer Bevölkerung von 70 Millionen. Also Frankreich hat relativ sehr viel mehr verloren. Frankreich ist ausgeblutet und Frankreich braucht diesen anderen Frieden. Aber der Hass war so groß, die Verachtung auch und die Überzeugung von dem bösen Charakter der Deutschen, dass sie, und das ist, hat es zuvor noch nie gegeben bei Friedensverhandlungen, sie werden zum Versailler Vertragsverhandlungen nicht zugelassen. Sie werden nicht eingeladen. Im April, als alles gelaufen ist, in den Verhandlungen bereits, darf die deutsche Delegation kommen in ihr Hotel de Réservoir bei Versailles. Hinter einem dicken Bretterzaun müssen sie doch sitzen und
korrespondiert wird nicht mündlich, nur in schriftlicher Form zwischen Siegern und Besiegten. Und dann eben der lange Notenkampf, in dem sich dann der deutsche Außenminister und Delegationsführer Proktor Franzau, viele sagen unrühmlich, auszeichnet. Aber das ist nicht so wichtig. Poincaré, 18.01.19, zur Eröffnung der Versailler Verhandlungen. Was Ihnen, so spricht er da zu den Vertretern von 32 Nationen, schließlich hatte auch Guatemala und Mexiko Deutschland noch den Krieg erklärt, Ende 18, als klar war, dass Deutschland den Krieg verliert. Was Ihnen die Autorität verleiht, einen Frieden der Gerechtigkeit zu schaffen, ist die Tatsache, dass keines der von Ihnen vertretenen Völker irgendeinen Anteil an diesem Verbrechen hat, das zu einem noch nie dagewesenen Unheil geführt hat. Die blutdurchtränkte Wahrheit ist bereits aus den kaiserlichen Archiven ans Licht gekommen. Der vorsätzliche Charakter des Anschlags ist jetzt schon erwiesen. Härter geht's nicht. Da stehen die Deutschen und sind Verbrecher, weil sie diesen Krieg verbrochen haben. Und der Bericht, das geht dann so weiter, der Bericht der Kommission der Responsabilität, man hat eine extra interalliierte Kommission der Responsabilität et auteur de la guerre eingerichtet, der Ende März ziemlich genau dasselbe sagt. Die Deutschen wehren sich. Die sind dann in Versailles, kriegen das alles schriftlich mit, diesen Bericht der Kommission der Responsabilität, den wollte man ihnen nicht geben, das sei ein internes Dokument. Sie haben ihn aber trotzdem gekriegt, wo sie massivst beschuldigt worden sind, aus Mordlust und Gier die Welt zu beherrschen, diesen Krieg angezettelt zu haben. Und Clemenceau, 15.06. bei der Übergabe der definitiven Friedensbedingungen an die deutsche Delegation, 16.06., Zitat, das ist die sogenannte Mantelnote, mit der die definitiven Vertragsbedingungen der deutschen Delegation übergeben werden, eine Ummantelung der Note. Sie stellen sich vor, die ist ungefähr 6 lange Seiten lang. Ich habe einen Satz daraus. Das ist eine Fürchterlichkeit nach der anderen. Da steht ein Satz. Das Verhalten Deutschlands ist in der Geschichte der Menschheit fast beispiellos. Die schreckliche Verantwortung, die auf ihm lastet, lässt sich in der Tatsache zusammenfassen, dass wenigstens 7 Millionen Tote in Europa begraben liegen, während mehr als 20 Millionen Lebende durch ihre Wunden und ihre Leiden von der Tatsache Zeugnis ablegen, dass Deutschland durch den Krieg seine Leidenschaft für die Tyrannei hat befriedigen wollen. Geht es noch? Das muss ich mir vorstellen, was das für die Deutschen bedeutet hat. Selbst die, die sagten, wir sind an dem Krieg ja doch vielleicht schuld, mit der Hampelei im Juli 14 und dem, selbst also Proktor Franzau und die Delegation sagen das ganz deutlich. Die deutsche Regierung hat sich im Juli 14 falsch verhalten, sie haben falsche Maßnahmen getroffen, Deutschland hat den Krieg verloren, wir wollen bezahlen. Aber jetzt soll man nicht für einen verlorenen Krieg bezahlen, sondern für ein Menschheitsverbrechen verantwortlich sein. 7 Millionen Tote zeugen davon, dass Deutschland seine Gier nach Tyrannei hat befriedigen wollen. Im Anschluss daran auf 3 langen Seiten die deutschen Untaten, Aggression 14, Verletzung der belgischen Neutralität, der Gebrauch der Gaswaffe, Bombardierung von Städten, U-Boot-Krieg und so weiter und so fort. Außerdem haben die Deutschen, schreibt Clemenceau, mit brutaler Wildheit Tausende von Männern und Frauen als Sklaven in andere Länder verbracht. Gut, das ist die Mantelnote, die Ihnen sehr genau zeigt, welcher Esprit damals geherrscht hat. Nun gibt es gutwillige Historiker, die sagen, die Deutschen haben so ihre Kampagne in Versailles so scharf die Ablehnung der doch erwiesenen Kriegsschuld geführt, dass der Clemenceau gar nicht anders konnte, als so scharf zu werden. Aber das lasse ich mal so einfach stehen. Und jetzt der in Deutschland so berühmt-berüchtigte Artikel 231.
Also, es kommt ja noch dazu, im Versailler Vertrag wird der Völkerbund gegründet, la Société des Nations, was eine großartige Sache ist. Der Völkerbund und das Internationale Arbeitsamt sind die beiden besten Seiten des Versailler Vertrages. Das Internationale Arbeitsamt gibt es heute noch in Genf. Verringerung der sozialen Konflikte zur Vermeidung von internationalen Konflikten. Das war damals die Idee. Aber dann kommt der Kriegsschuldparagraf, der direkt im Anschluss an die Ehrenparagrafen kommt, nach denen der Kaiser ausgeliefert werden soll, nach denen über 100 deutsche Generale und mehr oder weniger schuldige Heerführer aller Kategorien ausgeliefert werden sollen, 27, 28, 29, 30. Und dann kommt 231, die Alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber, pour les avoir causé, als Urheber, für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörige infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Auch hier schreibt die deutsche Übersetzung wieder Angriff, wo im englischen und französischen Text Aggression steht. Aggression. Par l'agression de l'Allemagne et ses alliés. Insgesamt kann man sagen, was Versailles angeht, die Alliierten sind sich in ziemlich allen Fragen uneinig und es ist unendlich schwierig, einen Konsens zu erzielen in allen Einzelfragen. Überall gibt es permanent Streit, Abreißdrohungen und so weiter. Sie haben nur einen gemeinsamen Punkt und den halten sie fest. Die moralische Schuld der Deutschen am Krieg. Und das macht die Besonderheit dieses Vertrages aus. Im 19. Jahrhundert und auch noch, wurde heute erwähnt, im Vertrag mit der Türkei in Lausanne 1924 gibt es die Oblivionsklausel. Die berühmte Oblivionsklausel, Oblivio, das Vergessen auf Lateinisch. Das gehörte früher zu solchen Nachkriegsverträgen, gehörte die Versicherung, dass jetzt alles gut sei. Man habe sich geeinigt, der Verlierer muss zahlen, der Gewinner bekommt, das und das und das und das passiert. Und dann ist es gut und wir fangen neu miteinander an. Das ist die sogenannte traditionelle Oblivionsklausel. Die fehlt im Versailler Vertrag. In dem mit der Türkei, in dem zweiten in Lausanne, ist sie wieder eingefügt worden, nachdem die Türken sich gewehrt haben. Hochinteressante Sache, aber die musste man noch weiter erforschen. Und auch das ist heute noch das Problem. Die tiefe Überzeugung, dass Deutschland 1914 Aggressor gewesen ist und verantwortlich für die vielen Millionen Toten und Verwundeten. Es ist bei allen Bemühungen, so ernsthaften Bemühungen um europäischen Ausgleich, um deutsch-französische Freundschaft und so weiter, immer wieder spürbar, dass im Hintergrund diese Überzeugung immer noch wirksam ist. Immer noch, in Belgien, auch in Frankreich. Und das machen auch die Schwierigkeiten aus, einen gemeinsamen europäischen Gedenkens. Vielleicht, wenn Sie mich dann noch nicht geflüchtet sind, kann ich dahinter am Ende noch einen kurzen Wort zu sagen. Wie lange habe ich jetzt gesprochen? 2 Stunden? Eine. Darf ich noch 1/4 Stunde, 10 Minuten? Hier, um Sie aufzuwecken, ein paar Bilder. Schmachfrieden. Schon da oben, da tanzen die Sieger mit Sekt und tanzen und es steht schon wieder Sekt und alles und prosten sich zu, die Generale und die Politiker und da der deutsche Michel. Einst wird kommen der Tag, da auch diesen Simson die Lenden wieder wachsen.
Ja, das war 1919. Also ein berühmter Kladderadatsch. Also in dem Maße, wie der Krieg näher kam, haben die Deutschen übrigens auch Propaganda gelernt. Das ist interessant und ganz wenig untersucht. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Tagung veranstaltet zum Erbe des Weltkriegs im Ruhrkampf 1923, wo man sieht, dass die Deutschen 1923, als die Franzosen in Deutschland sind und die Ruhr besetzt haben, exakt die Form von Propaganda entwickeln, wie ich sie am Anfang gezeigt habe, und dass die Franzosen, die in Deutschland sind, keine gute Antwort finden. Aber das ist ein hochinteressantes Phänomen, was man weiter verfolgen müsste. Und hier sehen Sie, wie diese immer wieder so blutgierige Marianne immer wieder, gucken Sie sich den Clemenceau mal an. Das ist Georges Clemenceau für die Deutschen damals. Das war die Hasspersönlichkeit, noch schlimmer als Poincaré. Und der deutsche Michel, wie ihm das Blut abgezapft wird. Die Entschädigungsfrage am deutschen Wirtschaftskörper. Clemenceau, der Vampir. Da ist es kein Michel, sondern eine schöne deutsche Frau, ziemlich abgemagert schon. Der alte Mann. Der war aber damals erst 78 oder so. Hat ja noch 10 Jahre gelebt und dann wunderbare Memoiren geschrieben und so. Also das ist Versailles. Und Versailles bleibt ein Problem. Jetzt haben wir ja alle Bücher dazu geschrieben. Mal sehen, was davon übrig bleibt. Letztes Kapitel dieses Vortrags: Deutschlands Unfähigkeit, nach diesem totalen Krieg zum inneren Frieden zu gelangen. Und ein ganz schwieriges Problem. Etwas, was ich vielleicht nicht uninteressant ist, was man so sagen kann, was ich jetzt mit meiner Forschung, mit meiner langen Beschäftigung mit diesem Moment in meinem letzten Buch gemerkt habe und gezeigt habe, ist, schon während des Krieges hat es bei vielen Militärs die Auffassung gegeben, dass die Heimat nicht mehr funktioniert, dass man besser kämpfen könnte, wenn die Soldaten mehr motiviert wären, wenn die keine Jammerbriefe kriegten von ihren Angehörigen, von ihren Frauen. Die berüchtigten Jammerbriefe, wenn man nicht gezwungen würde, jetzt vom Feld aus Nahrung nach Deutschland zu schicken, weil die Frau sagt, wir haben nichts mehr zu essen und sich beschweren auch, wenn verdorbenes Fleisch von der Front nach Deutschland kommt. So weit war es gekommen. Und die deutschen Soldaten in den Etappe in Gent oder in Lüttich, die schicken nach Hause. Schreibt eine Bochumer Arbeiterfrau, bitte achte in Zukunft darauf, dass du mir nur frische Eier schickst, die jetzt gekommen sind, nach 2 Wochen waren kaputt. Also dieses, die Heimat, die protestiert und die nicht mehr mitspielt, die sich nicht mehr remobilisieren lässt, so der Fachausdruck. Remobilisierung wird in solchen langen Krieg ist ja immer wieder nötig. Und das hat in Deutschland nicht funktioniert. Es gab dann tatsächlich für die 9. deutsche Kriegsanleihe, ich habe das in meinem Buch abgebildet, ein Anleiheplakat eines Frontsoldaten, der der Heimat zuruft, haltet aus. Ja? Der Frontsoldat, das war das Anleiheplakat für die 9. vom September. Oktober 1918, da haben sie noch mal eine Anleihe gemacht, wo doch eigentlich alles schon zu Ende war. Die ist auch relativ gut gezeichnet worden. Das war übrigens dieses Zeichnen der Anleihe, noch der 9., der Grund, als die deutschen Delegierten dem Clemenceau sagten in Versailles, guck mal, wir sind doch jetzt eine Republik, wir sind doch alles gute Menschen und die schlechten Menschen haben wir als alle, die ganzen Militaristen und den Kaiser, die sind doch jetzt alle im Mülleimer. Dann hat der Clemenceau gesagt, ich verstehe Sie nicht recht. Hat der Kaiser und seine Leute die Kriegsanleihen gezeichnet oder haben die ganzen guten Deutschen die Kriegsanleihen gezeichnet? Nicht wahr? Also, das war schon schwierig, klarzumachen, dass die Deutschen sich so komplett geändert hätten. Aber das war Polemik. Und
Im Krieg gab es natürlich schon, in dem letzten Krieg sah immer wieder bei den Militärs die Auffassung, die Heimat hält nicht. Und das wurde dann von Ludendorff schon im September 1918 formuliert, die Zivilisten sollen jetzt mal die Suppe essen, die sie uns eingebrockt haben. Deshalb Parlamentarisierung, deshalb Waffenstillstand durch die Zivilisten. Die Zivilisten haben das versaut, unser Krieg versaut. Und das hat sich durchgehalten, aber das war relativ randständig, habe ich feststellen können, dieser Dolchstoßvorwurf. Mit Versailles kommt er ins Zentrum der deutschen Auseinandersetzung. Mit Versailles. Da taucht die Frage auf, nachdem Versailles abgeschlossen ist, der Vertrag unterschrieben ist, 26. Juni 1919, mit seinen Schandparagraphen, wie es damals nur hieß, Schandartikel oder Schandparagraphen, da kommt massiv die Frage ins Spiel, wer ist schuld, dass wir einen solchen Frieden bekommen haben? Und die Linken sagen, es waren die Militärs, die den Krieg versaubeutelt haben. Und die Rechten sagen, wir sagen nur, die Revolution hat es doch so gemacht, dass wir nicht mehr weiter Krieg führen konnten. Eine Argumentation, die sich bis heute hält. Und kannst es nicht. Juni 1919 verfasst der Adjutant von Ludendorff, der Oberst Bauer, Ludendorff als Organisator des Krieges und der Oberst Bauer als sein Schatten, der also die wirklich die Züge dann in Bewegung setzte und das Transport von Divisionen organisierte und so weiter. Das sind ja immer nur Worte, das muss man sich mal vorstellen, was das heißt, eine Division von 15 oder 18.000 Mann von A nach B schicken. Wissen Sie, wie viele Pferde eine Division hatte? Fast 10.000 Pferde. Wissen Sie, wie viel Hafer die pro Tag brauchen? 50 Waggons. Und das muss dann alles geschickt werden und gemacht werden. Dafür war der Oberst Bauer zuständig. Und der schreibt, im Juni 19 kommt er mit so einem kleinen Broschüre raus. Die war so verbreitet, die kriegen Sie heute noch in jedem Antiquariat. Im Internet-Antiquariat für 2 €. Konnten wir den Krieg gewinnen, mussten wir ihn verlieren, konnten wir ihn vermeiden. So heißt diese Broschüre vom Oberst Bauer. Innerhalb von 14 Tagen verkauft er 20.000 Stück davon. Und dann geht es weiter. Da schreibt er, Oberst Bauer, insbesondere hat die Revolution im schwersten Augenblick Deutschlands Schicksal besiegelt. Ein festes, einiges Deutschland hätte sicher noch so lange standhalten können, bis unsere Gegner friedensbereit gewesen wären. Wir haben den Krieg durch eigene Schuld um eine Nasenlänge verloren. Das ist es. Aber das ist die milde Form der Dolchstoßlegende. Und was heute immer so als Dolchstoßlegende bezeichnet wird, hat in Wirklichkeit eine ganze Variation an Bedeutung. Was Bauer da sagt und was im Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung 2 Jahre lang verhandelt wird, was 3 Jahre lang verhandelt wird, die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs, da wird um diese Formulierung gerungen. Wie weit hatte die Revolution damit zu tun? Waren wir geschlagen, bevor die Revolution kommt? Oder hat die Revolution dazu geführt, dass wir uns gar nicht mehr wehren konnten und diesen schrecklichen Frieden bekommen haben? Und das wird bis heute sehr heiß diskutiert. Meine Auffassung dazu kennen Sie. Aber Kernproblem ist folgendes: Auch im Untersuchungsausschuss tritt das ganz klar zutage. In dieser ersten Phase ist praktisch nie die Rede von einem möglichen Siegfrieden, sondern immer nur die Frage, hätte Deutschland noch ein paar Monate aushalten können und da auch die Alliierten ziemlich am Ende waren und die französischen Soldaten und die britischen auch nicht mehr wollten, vielleicht vernünftigeren Frieden bekommen können, wenn die Revolution nicht gekommen wäre. Und dann kommt bei den Nazis, anderen Rechtsradikalen, die andere Variante des Dolchstoßes auf. Und die ist dann, die haben sie in Hitlers Mein Kampf, die haben sie in jeder Hitlerrede damals,
Die haben sie auch bei Ludendorff, bei all den anderen, die damals schreiben. Das deutsche Heer war in einem unwiderstehlichen Siegeszug. Und dann kam der Kommunist und hat ihn den Deutsch in den Rücken gestoßen. Damit es nicht gewinnt, Deutschland. Und dann kam der Jude. Und dann kam der kommunistische Jude, der Deutschland nicht siegen lassen wollte. Hitlers Überzeugung, der Jude hat uns in den Krieg getrieben, der Jude hat versucht, dass wir den Krieg nicht gewinnen konnten, weil der Jude Deutschland verderben wollte. Es ist Schwachsinn, aber ein massenwirksamer Schwachsinn. Und das ganze Frage ist, es ist ein Nazi-Plakat. Hat er Deutsch im Rücken? Da ist er. November 18. Das sind Nazi-Illustrationen. Da ist der russische Kommissar, ne? Der übliche. Der dem Deutschen, dem voranstürmenden deutschen Soldaten, hier, da hat er ja noch die Fahne, die weht noch, die Fahne. Die weht wieder neu. Das Wehen. Ja, der hat schon den Siegeslorbeer in der Hand. Und dann wird er erschossen. Das ist nicht der Diskurs nach 1919. Der Diskurs nach 1919 ist anders. Ich habe es Ihnen gesagt, wir hätten kurz noch durchhalten können für einen besseren Frieden. Und nicht, wir waren am Siegen und dann kamen die Bösen. Ja. Natürlich nicht. Weiß ich, eine jüdisch-kommunistische Berserkerfrau, die im deutschen Deutschland. Das ist der Deutsche. Und das ist das berühmteste Bild, deutschnationale. Deshalb wird auch immer publiziert, das ist auch auf Buchtiteln öfter schon drauf gewesen. Sie können es von da aus, glaube ich, besser lesen als ich, ne? Lass das mal einen Moment stehen. Und da ist das dann fast prototypisch schon. Das ist der Kommunist noch mit der Maske, ganz rot. Und da ist der deutsche Soldat, der rennt schon noch gerade. Schauen Sie mal, wie die deutsche Flagge weht beim Vorwärtsstürmen. Und dann wird er ermordet und zurückgehalten. Tja. Es sei nur ein, das ist heute ist das verbreitet. Der Gerhard Paul hat in seinem wunderbaren Buch Das Jahrhundert der Bilder, was es auch bei den Landesverbänden und den Bundesverbänden gibt, für umsonst oder ganz wenig Geld, das Jahrhundert der Bilder, hatte das Bild auch analysiert und klar gezeigt, dass es damals ein ganz marginales Bild war und erst mit der Dolchstoß und so weiter Propaganda nach dem Zweiten Weltkrieg diesen emblematischen Charakter bekommen hat. Da war damals kein ganz wenig verbreitet, aber es ist halt emblematisch, was wollen Sie machen? Ja. Haben Sie es alle gelesen oder soll ich noch einen Moment stehen lassen? Die Diskussion in dieser ersten Phase, um das zusammenzufassen, der Deutschlandsdiskussion war nie von geplanten und tückischen Verrat die Rede. Diskutiert wurde über die Frage, ob die Heimat mehr oder weniger fahrlässig versagt haben. So konnte beispielsweise beklagt werden, dass schon die Friedensresolution des Reichstags vom Juli 17 in den Rücken des Heeres fallend gewesen sei. Aber Verrat war das noch nicht. Das gilt auch für die gesamte Diskussion kurz und nach dem Krieg. Und diese müssen wir unterscheiden von den hetzerischen Varianten, die dann auch sehr bald entstehen sollten, etwa dem Vorwurf, dass die Juden mit dem Bolschewisten das siegreiche Heer erdolcht hätten. Und das ist dann die große Auseinandersetzung gewesen. Das führt sich dann in einzelne Prozesse fort. Ebert-Prozess 1923. Oder der Dolchstoßprozess in München, ein Riesenprozess, wo alle Experten zusammenkommen, um darüber zu entscheiden, weil ein Journalist dem anderen das vorgeworfen hatte. Aber der Ebert-Prozess ist so wichtig. Der Ebert war 1918, im Januar hatte es in Berlin einen riesigen Streik gegeben von Munitionsarbeitern.
Hunderttausende waren auf die Straße gegangen. Und dieser Streik, Januar 18, nicht 19, 18 Januar, kurz vor der großen deutschen Offensive, der entscheidenden Offensive Michael, Januarstreik, Ende Januar, sind die dazu Hunderttausenden auf den Beinen in Berlin. Und der Militärkommandant der Region verbietet den Streik. Und die streiken aber weiter. Und dann passiert Folgendes. Die SPD-Führung, Ebert, Scheidemann, gehen zu den Streikenden und wollen sie bewegen, wieder an die Arbeit zu gehen. Weil die USPD-Leute und die Spartakisten auch da schon sind und die Massen für die Revolution gewinnen wollen. Und wenn man sagt, der Liebknecht hatte nur wenige Anhänger, die bei Spartakus mitmachten, aber Liebknecht war ein Liebling der Massen. Das hat man bei seiner Beerdigung gesehen, nachdem er ermordet war, wo ganz Berlin dem Sarg gefolgt ist. Und also Ebert und Scheidemann und Welz und wie sie hießen, die SPD-Führer, gehen auf die Masse zu und sagen, Ebert sagt, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, aber jetzt geht bitte wieder an die Arbeit. Die deutschen Soldaten brauchen die Kugeln, die ihr gießen müsst hier. Und 1923 gibt es dann den Ebert-Prozess, weil ein Journalist der Mitteldeutschen Zeitung, Fritze Ebert, immerhin Reichspräsident, Fritze Ebert, diese Geschichte in Erinnerung ruft. Und Ebert hat 150 Beleidigungsprozesse geführt in 3 Jahren. Und das war der wichtigste. Und Ebert verklagt den Journalisten wegen Beleidigung und sachlicher Unrecht. Und dann gibt es den Ebert-Prozess. Und die ganzen Sachverständigen und Militärs werden geladen. Und das Gericht entscheidet, dass Ebert bei aller guten Absicht objektiv des Landesverrats schuldig gewesen ist. Weil er den Soldaten gesagt hat, harret aus, ihr habt ja recht. Den Streikenden, ihr habt ja recht, harret aus. Herr Ebert sagt, das habe ich doch nur gesagt, damit die wieder an die Arbeit gehen. Ja, aber sagt der Militärbevollmächtigte, der ehemalige Militärbevollmächtigte, sagt sie, die hätten wir schon in den Griff gekriegt, die Streikenden. Erst als ihr SPD-Leute von der Mehrheits-SPD, ihr Ordnungsschaffer, als ihr gekommen seid und die Masse beschwichtigen wollte, da wurde das legalisiert. Und wir hatten das und wir verboten. Also eine extrem schwierige Frage von heute her noch zu beurteilen, wie es im Einzelnen war. Und da kann man sich echt die Zähne dran ausbeißen. Aber so ging das. So ging das. Und der Ebert ist dann verurteilt worden. Also sein Beleidiger ist zu einer Reichsmark Strafe, symbolische Strafe verurteilt worden. Und das Gericht hat dem Ebert attestiert, dass er objektiv Landesverrat begangen hätte 1918. Und schließlich war es doch jetzt der Präsident der Republik. Also, es gibt einen Historiker, Christian Sehrend, der hat sehr schön die Berliner Szene damals beschrieben mit der Stellungskrieg der Denkmäler. Stellungskrieg der Denkmäler, das ist es. Wenn die Linken ein Kriegsgedenken machen wollten, kamen die Rechten und schlugen das, was man aufbauen wollte, kaputt. Und andersrum war es ganz genauso. Was wichtig ist, extrem wichtig, um diese Problematik der Weimarer Republik zu verstehen, ist Folgendes. Wir haben damals in Deutschland kein gemeinsames Totengedenken entwickeln können. Es gab keinen unbekannten Soldaten. Hitler hat sich später selber zum unbekannten Soldaten ausgerufen, wie Sie alle wissen. War er ja auch in gewisser Weise gewesen. Das machte seine Glaubwürdigkeit aus. Wir haben keinen unbekannten Soldaten. Wir hatten 2 Millionen Tote und 4,5 Millionen Schwerverwundete. Und niemand war da, um ihnen die versprochene Ehre zu geben. Die Weimarer Republik hatte das ist wenig bekannt, einen Artikel in ihrer Verfassung. In ihrer ansonsten wunderbaren Verfassung, Artikel 79. Und er sagte, die Republik vergibt keine Orden.
Die Republik verbietet die Annahme ausländischer Orden von deutschen Staatsangehörigen. Welcher Teufel die getrieben hat, das in ihre Verfassung zu bringen? Haben Sie denn nicht gewusst, wie groß das Leid gewesen war, was die Soldaten an der Front erlebt hatten, zwischen Verdun und der Somme und sonst wo? Und dass sie jetzt nach Hause kamen und man ihnen gesagt hatte, ihr kriegt Ehre, wenn ihr nach Hause kommt, weil ihr das Vaterland draußen verteidigt habt. Und jetzt vergibt die Republik keine Orden. Es gab Ausnahmen. Man konnte die beantragen. Man konnte Kriegsauszeichnungen beantragen. Die wurden mit der Post zugeschickt, zusammen mit dem Versorgungsausweis. Wie kann man so versagen? Man hat diesen Krieg von der Heimat aus nicht gesehen und man wollte mit dem verlorenen Krieg nichts mehr zu tun haben. Aber da waren viele Millionen, die in dem Krieg gewesen waren und die nach Hause kamen. Und sie wurden rechtlich 100% den Zivilbeschädigten gleichgestellt. In Frankreich, 14 Juillet 1919, die Schwerkriegsbeschädigten in der ersten Reihe. Im Cortège. Les Gueules Cassées, als eine Stiftung, die heute noch funktioniert. Das ist Kontinuität. In Deutschland, bitte geht nach Hause und seid friedlich. Ihr werdet gut versorgt, aber vom Krieg wollen wir nichts mehr wissen. Schauen Sie mal. Simplicissimus, das Märchen vom Kriegerdenkmal. Das können Sie wahrscheinlich nicht lesen, oder? Nein, nein. Ist auch nicht so wichtig, der Text, nur ist eine Stadt, die macht ein Kriegerdenkmal, macht ein Kriegerdenkmal. Da sieht man die Menge, Kriegerdenkmal. Die meisten Kriegerdenkmäler sind erst ab 28 gekommen und die allermeisten Kriegerdenkmäler, auch die, die es heute noch gibt, nach 33. Wir haben kaum Kriegerdenkmäler aus der frühen Zeit in Deutschland. So groß war die Verbitterung und das Nichtverstehen dieser Niederlage. Also hier haben wir mal jetzt, 1921 ist das, eine Menge Fahnen, ein Soldat, Kriegerdenkmal. Und dann kommt da so ein armer Kriegsbeschädigter, blind ist er wahrscheinlich auch noch und hat dicke Krücken. Und dann beugt sich, sehen Sie das, dann beugt sich der Held runter zu ihm, beugt sich immer mehr runter zu ihm, der da verzweifelt sitzt, mit seinen Krücken und halb blind, und steigt von seinem Sockel ab und geht mit dem Krüppel weg. Und dann geht er in einen großen Schmiedetopf, das Denkmal, und lässt sich zu Münzen verarbeiten, die die armen Kriegsbeschädigten dann bekommen. Das ist schon ein tolles Ding. Und es zeigt eine unglaubliche Intensität, aber auch eine unglaubliche Abwehr gegenüber eben dem Kult der Helden, dem Kult der Soldaten. Die meisten Soldaten haben sich damit abgefunden. Sie waren auch froh, das Gewehr in die Ecke stehen zu können. Aber dann gab es das Wespennetz von ca. 400.000 Freikorpskämpfer, die nicht zufrieden waren, die ihr Maschinengewehr behielten und die es dann im Bürgerkrieg einsetzten. Und dieses Nichtverstehen, dieser Mangel an Ehre, kein Gedenken, 11. November. Gestern ist nicht in Saarbrücken, aber im Rheinland der Karneval eingeleitet worden. Die haben sich nicht stören lassen von 100 Jahren Waffenstillstand. Und im Badischen auch. Das ist das Drama der Weimarer Republik. 10 Jahre später, 1928, da löst sich das Trauma. So wie bei Individuen, wo ungefähr 10 Jahre angesetzt werden, dass traumatische Erfahrungen bewältigt werden können. Ungefähr 10 Jahre, nicht ganz, aber ein bisschen. Und meine These ist halt, das gilt auch für Kollektive. Wenn Hunderttausende und Millionen solche Erfahrungen gemacht haben, eines großen Schmerzes, ein kollektives Trauma, das kann man diskutieren, aber von der Verbitterung der Deutschen, von der radikalen Verbitterung, von der Verbitterungsstörung,
haben damalige Gelehrte und Ärzte schon gesprochen. Und diese Millionen Soldaten, die zurückkamen und die nicht mehr wussten, wie es geht, ihre Frau zu streicheln. Und die irrsinnige Menge an Ehescheidungen in den 20er Jahren. Von den Millionen, die schlicht auch impotent geworden waren, die vollständig unfähig waren, wieder in ein ziviles Leben zurückzukehren. Das sind ganz neue Forschungen, die ich Ihnen jetzt gerade so erzähle. Nicht meine eigenen, aber das ist, kommt noch dazu. Eine im Kern gestörte Gesellschaft. 10 Jahre später, das neue Interesse am Weltkrieg. Remarque ist Ihnen allen bekannt, die Millionen Auflagen. Aber er ist ja nicht der Einzige, die anderen auch. Beimelbursch, wie sie heißen, auf der Rechten, auf der Linken. Plötzlich ist ein Millioneninteresse da. 10 Jahre später, was hat der Weltkrieg uns zu bedeuten? Was bedeutet er für uns? Frieden oder bitte sehr neuen Krieg? Können wir ihn noch gewinnen, den Krieg? Was die Rechten sagen und hoffen. Wenn wir mannhaft werden, wieder die Uniformen wieder anziehen, uns innerlich uniformieren, dann können wir diesen Krieg noch gewinnen. Den Krieg hat Hitler 1940 gewonnen. Gegen Frankreich. Deshalb war er 40 noch so populär. Weites Thema. Ein Wort noch, jetzt, was ich Ihnen gesagt habe, zu den Schwierigkeiten eines europäischen Gedenkens. Die Generalkonsulin musste leider gehen. Hier habe ich mich vorher darüber unterhalten. Wir sind heute noch immer in der Situation. Sie hat eben in ihrer Eingangsrede sehr klugerweise Ungarn erwähnt. Nur der Orbán jeden Tag das Drama dieses zu Unrecht verlorenen Krieges und der Zerstückelung Ungarns noch wie ein immer wieder am Leben erhaltenes Trauma vorspielt. Der ist ja auch nicht gekommen nach Paris und hat auch sonst keinen geschickt. Ungarn war nicht dabei. Ja, wie kommen wir zu einer gemeinsamen europäischen Erinnerung? Eine ganz einfache und vorläufige These. Es wäre ganz gut, wenn wir nicht nur die Formeln des politischen Ausgleichsverkehrs könnten, nach dem Motto, wir wollen uns nichts Böses und wollen auch über das böse Alte nicht sprechen, sondern alles gemeinsam gedenken. Es wäre ganz gut, wenn man wüsste, wie die nationalen Traditionen des Gedenkens so verschieden sind. In Frankreich weiß man heute noch nicht wirklich, dass die Deutschen geglaubt haben, ehrlich geglaubt haben, sie führen einen Verteidigungskrieg. Sie können beliebig viel Krach mit ihren französischen Freunden bekommen. Probieren Sie es mal aus, wenn Sie das Argument einbringen. Ich danke für Ihr Interesse.